Hallo alle miteinander und herzlich willkommen wieder hier an der Bushaltestelle. Wie immer viel zu früh und ich muss immer noch drauf warten, dass sie aufmachen, dass ich Bier trinken kann. An diesem 2.11.2018, heute beim Heimspiel gegen Cottbus. Nachdem es ja gegen Aalen gut gelaufen ist, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir auch dieses Spiel gewinnen. Ich würde mich zumindest sehr über einen Sieg freuen. Ich würde sagen, ihr schaut euch in der Zwischenzeit noch den Gegner an und ich halte euch auf dem Laufenden, falls irgendwas passiert. Hallo liebe Fußballfreaks und herzlich willkommen zum 14. Spieltag der 3. Liga. Nachdem der 1. FC Kaiserslautern am Montag bereits ran musste und zwar auswärts in Aalen, wo wir ja nach einer 1:0 Pausenführung der Gastgeber das Spiel noch komplett drehen konnten und am Schluss mit 2:1 Toren siegreich nach Hause fahren konnten, geht es ebenfalls an einem Wochentag wieder weiter. Also ganz im Ernst, wie asozial kann denn der DFB noch sein? 670 Kilometer müssen die heutigen Gäste aus Cottbus angereist kommen, um dieses Spiel live zu erleben. Da schließe ich mich jetzt einfach mal den Doppelglas-Deibel, ganz herzliche Grüße an euch nebenbei, und ihrem Spruchband, welches sie in Aalen gezeigt haben, an. Wir haben halt einfach nicht so viele Urlaubstage, nehmt doch endlich mal Rücksicht, ihr Assis, denn die, die nicht ins Stadion gehen, sind diejenigen, die uns diese scheiß Anstoßzeit reindrücken. So viel nur dazu. Nichtsdestotrotz sind über 20.000 Fans im Fritz-Walter-Stadion erwartet, die ihren Verein unterstützen, um dieses 7. Heimspiel der Roten Teufel live zu erleben. Heute also gegen den Liga-Kontrahenten FC Energie Cottbus. Diese befinden sich derzeit auf Rang 15 der Drittligatabelle, während mein geliebter FCK durch den Sieg in Aalen auf Rang 7 verweilt. Dieses Aufeinandertreffen der beiden heutigen Kontrahenten findet übrigens zum insgesamt 14. Mal statt. In den vergangenen 13 Begegnungen konnte der FCK eine sehr gute Statistik für sich herausarbeiten. Insgesamt 9 Mal gewannen die Roten Teufel, lediglich 2 Mal unterlagen wir und es gab 2 Punkteteilungen. Mir persönlich ist übrigens noch das Spiel vom 27.04.2002, meinem 14. Geburtstag, sehr gut in Erinnerung, denn da gewann der FCK mit 4:0 Toren zu Hause auf dem Betzenberg. Aus den vergangenen 8 Ligapartien konnte der FCE aus den möglichen 24 Zählern 7 herausholen. Dies geschah durch 2 Siege und ein Unentschieden, dementsprechend 5 Niederlagen. Bei meinem FCK sieht es da etwas besser aus. Lediglich einmal unterlagen wir, es gab 3 Punkteteilungen und 4 Siege stehen auf unserem Konto. Dementsprechend 8 Zähler mehr, als der heutige Kontrahent herausarbeiten konnte. Der letzte Blick für diesen Vorbericht fällt wie immer auf den aktuellen Marktwert der beiden Kader. Der 1. FC Kaiserslautern ist 2,3 Millionen Euro mehr wert als die heutigen Gäste. Dies hat aber absolut nichts zu bedeuten, denn wie ich schon so oft sagte, Kampf, Wille und Einsatz sind die Dinge, die ein Fußballteam ausmachen und die sie auch zum Sieg führen können. Doch jetzt habe ich genügend geredet, lasst uns gemeinsam ins Stadion gehen, in den Block, alles für unsere Mannschaft geben. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns danach. Also ich grüße den Thomas Feierabend, der Lasse, die Sarah und der Opa und auf 3 Punkte. Auf 3 Punkte. Servus, ich bin's, der Captain. Ich grüße meine Mutter, die Rebecca, und ich hoffe, dass der Betze 3:1 gewinnt. Servus, ich bin Dennis. Ich grüße meine Freundin, alle, die mich kennen. Ich hoffe, wir gewinnen heute 4:1. Servus, ich bin der Emilio. Ich grüße meinen herzkranken Bruder, meine Mutter und meinen Vater auf den Sieg. Ja! Hallo, ich bin der Lukas. Grüß meine komplette Familie. Oh, mein Bruder, du weißt Bescheid. Laut rein! Oh!
Fußballfreaks, das war's dann vom Spiel gegen Energie Cottbus und ja, was soll ich sagen? Katastrophal. Echt einfach nur scheiße. Wir verbauen's uns wieder selbst. Wir hätten den Sprung auf Platz 3 schaffen können. Kriegen wir denn nicht mal eine Siegesserie hin? Jetzt haben wir in 8 Spielen gerade mal 1 verloren und dann versauen wir den Matchball. Es ist so katastrophal, es ist so nervig und es kam auch nicht wirklich was Großes vom Lautern. Also, ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich groß zu diesem Spiel noch sagen soll. Ist halt ärgerlich. Insbesondere das wieder der Kritikpunkt, wo ich schon 100 Milliardenfach angesprochen habe. Die Standards. Wenn ich der Frontseck wäre, ich würde die so lange Standards machen lassen, dass sie Albträume davon bekommen würden. Ich verstehe das nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen, das kann man so lange trainieren und anscheinend machen sie das nicht ordentlich. Kaum Standardtore in dieser ganzen Saison. Das ist so ein Problem. Aber gut, es ist halt wirklich unfassbar ärgerlich, aber man kann nichts machen. Wie Ronzek ja auch in der Pressekonferenz sagte, Mund abwischen weitermachen, aber so geht es halt nicht immer. Und wenn wir oben weiter mitspielen wollen, dann muss sich da was ändern. Wir sind jetzt auf Platz 9 abgerutscht aktuell. Also, es ist einfach unglaublich nervig. Aber etwas Erfreuliches ist auch gewesen, und zwar habe ich hier einen Fanschal geschenkt bekommen vom guten Frieda. Ganz liebe herzliche Grüße an dich. Und ja, von Wir sind Betze auf der Facebook-Seite, die ich auf jeden Fall unten verlinken werde. Liked es auf jeden Fall, werdet Mitglied. Es ist total geil, ich habe mich tierisch über diesen Schal gefreut. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Und da kommen wir auch schon zur Fanpost in dieser Woche. Und da haben wir erstmal vom Finjas aus Mallorca eine Karte bekommen. Ganz herzlichen Dank. Wie ihr wisst, wir mögen Postkarten wirklich sehr. Darum ganz herzlichen Dank dafür. Greetings to Portland, because I got a postcard from Elliot. I'm highly appreciating it, and I'm so happy that all over the world are people watching, and yeah, it makes me so glad that people are feeling like they're taking part in the game just by watching my clips.
Thank you very much. I really appreciate it. And while I talk English, I want to greet someone. Stefan, all the very best greetings to you and your freshly married wife. It was such a pleasure to meet you. And I had so much fun this night. It was just great. And it made the last a little bit better. So, yeah, thank you for this great time with you. Hope to see you again, man. Und last but not least gehen Grüße raus an den Jason, der mir hier von Wien Wiesbaden einige Sticker geschickt hat. Ganz, ganz herzliche Grüße. Ich freue mich auch schon auf das Spiel bei euch, beziehungsweise wenn ihr zu uns kommt. Und ja, die Gegnervorstellung wird auch nach deinem Wunsch so gemacht. Mach dir keine Sorgen, das hätte ich so oder so getan. Aber danke für die Hinweise. So, liebe Freunde, das war's dann auch schon wieder für dieses kleine Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir treffen uns alle am Samstag auswärts in Rostock. Mein Gott, wird es eine Odyssee. Nachts um 12 fährt der Charibus in Lautern los. Oh mein Gott. Naja, aber das wird geil. Ich freue mich drauf. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Woche. Bleibt gesund und wir sehen uns im Blog.